Ich denke mal, die Monde sind fertig. Hörsten ist auch schon ziemlich. Die sind ja schon gut vorangekommen. Ja. Die Container Stream Technologie sind ja auch gut davor. Die testen das sogar schon intern, habe ich schon mitbekommen. Also die Testumgebung steht schon und die Q&As, sage ich mal, oder hier die Tester, die sind da auch schon, die internen Tester sind da schon voll bei, die Container Stream Technologie zu testen. Wow. Das sieht so cool aus und so geil kannst du nur spielen, wenn der Server flüssig läuft, oder? Das ist echt cool. Und der Server läuft heute schon den ganzen Tag für uns flüssig, nur für uns. Jetzt musst du dir vorstellen, du steckst dir so einen Rover mit so einem Überfallkommando und nimmst so eine Station ein von irgendjemandem. Na genau, das können wir zum Beispiel am Samstag ja spielen. Können wir ja nachstellen. Ich hoffe, dass Felix auch wieder dabei ist dann. Haltet ihr denn von diesen ganzen Race-Dingens, was wir mit dem Rover veranstalten wollen? Finde ich schön, dass sie das reinbauen, aber ich brauch's nicht. Hört ihr auch, eigentlich auch meine Meinung, also ich ist ein bisschen verschwendet Ressourcen, hätte ich fast gesagt. Ja, die Community, die möchte es gerne haben, weißt du? Weißt du, wie es denn ist? Ich glaube, die würden das uns auch nicht unbedingt einbauen. Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. Möchte denn jemand anders fahren? Möchtest du fahren? Einer von euch beiden, zufälligerweise? Nö. Dann düse ich noch ein bisschen rum, es geht weiter. Also ich denke auch, also den Racing-Kram brauche ich allgemein nicht. Also ich brauche noch nicht mal den Weltraum-Racing-Kram. Ich finde ich witzig, ich habe ja auch eine Racer Miss X. Mhm. Ich habe sie, ich finde sie geil, sie ist schnell, sie macht Spaß. Sie ist sogar stealthy und ja, aber ich brauche dieses Racing auch nicht wirklich. Das Ganze, aber ich finde das auch mal, und das, die Vorstellung ist natürlich auch schon nachher cool, wenn du eine 890 Jump hast und das, oh scheiße, das bin ich gut gefahren. Aua. Ja, richtig. Ich hoffe, dass wir das überleben mit den Rädern, aber es sieht gut aus. Na, vielleicht wird das Rennen, das Zusehen von den Rennen ja auch richtig geil. Gut gemacht. Ja, das denke ich nämlich. Genau, das wird nachher später interessant, wenn du mit der 890 Jump anreist, mit dem riesen Raumschiff, dann mit deinem eigenen Fuhrpark, dass du dann deine Raumschiffe rausfährst, deine Rennraumschiffe, und wenn du das dann da so überballerst wie ein Scheich so ungefähr, weißt du? Das kann ich mir schon geil vorstellen nachher später, dass du dann einen eigenen Rennstall hast. Aber ich finde, das ist jetzt noch nicht, das ist noch zu früh jetzt irgendwie. Wie gesagt, das ist einfach, ja, die müssen Inhalte bringen, aber das ist irgendwie nicht so. Na, das ist halt eine Sache, wo du die Leute ein Stück mehr über den Planeten führen kannst, außer du machst halt Mining. Weil dann reist du mehr so raus von den Außenposten weg, und das Mining ist eine gute Möglichkeit. Da gibt es vielleicht ein paar coole Orte irgendwo, die halt gleich bleiben, was weiß ich, irgendwas, was schön aussieht, wo die Strecke dran vorbeifährt, was man sonst eben nicht sehen würde. Mhm. Das stimmt allerdings. Das kann gut sein, ja, aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund. Ich glaube eher, dass es auch wirklich so dieser Race-Faktor, der Spaß-Faktor, so wie das jetzt mit den Fliegern ist. Ja, natürlich. Schau mal vorne rein, was hat er schon wieder mit mir gemacht? Ey, wie geil ist denn das? Ey, das ist ja cool. Warte mal ganz kurz, das muss ich mal ranzoomen, crazy. Das finde ich gar nicht cool. Meinst du, dass der so leicht schwebt oder was? Nee, ich werde bedroht. Was? Guck dir das an, ich werde hier bedroht von den Crazy. Du sollst beim Macstar ranfahren. Ja, ich merke das schon. Beim Macstar. Crazy, was brauchst du denn? Ich werde mal für heute verabschieden. Alles klar, wir sehen cool. Uns die Tage wieder. Aber hallo auf jeden Fall. Wie gesagt, ich stream vielleicht nochmal zwischendurch, mache ich nochmal so einen Spontan-Stream, muss ich gucken, sonst bin ich spätestens am Samstag wieder fest am Start. Alles klar. Und sonst mache ich auch gerne mal zwischendurch, mache ich also Montag und Samstag habe ich meine festen Stream-Tage und dann streame ich manchmal noch zwischendurch, wie es dann gerade passt. Ich komme einfach mal ins TS. Wenn mal einer einen Prospektor hat, steht das mir auch mal gerne nochmal live. Warum hast du das nicht vorhin gesagt? Ja, ich habe auch eine zum Ausleihen. Ja, hätte ich dir eine gegeben. Ich hatte meinen Spaß. Alles gut. Das freut mich. Es rennt doch nicht weg. Nee, auf jeden Fall nicht. Wir haben viel Zeit. Aber hallo. Hau rein. Macht's gut, habt viel Spaß. Tschüss. Danke. Dann. Guck mal, da ist eine Hornet, wo auch immer die herkommt. Wer ist denn das? Das Jens? Vielleicht. Stimmt, ich muss mal kurz. Na klar. Hallo. Hallo. Wer fehlt jetzt noch? Wir können ja mal zurück zu Conny fahren. Ich weiß gar nicht. Bo Zero ist auch da hinten bei der Conny, wie es aussieht. Genau.
Alles klar, dann hast du dann die Quest noch, hoffe ich doch. Ja, okay. Ja, sehr ich geil. Die Kiste in der Hand. Auch also. Geil, der Schatten von der Hornet über einen weg. Ich muss da mal kurz gucken, wo wir hin. Ich muss mal kurz hochfahren mit der Kiste. Das sieht geil aus, ne? Ranzustellen. Mach das in Ruhe. Oh, wer will da aussteigen gerade hinter uns? Was fallen mir nicht raus? Ich gebe jetzt Gas. Crazy bleibt drinne. Wir fahren zurück zum Schiff. Mal Fahrwerk ausklappen, bevor ich lande. Ja, das sieht ja auch geil aus. Das sieht, muss an der Klippen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist eigentlich schon fast ein Clip wert. Na, ich bin bloß in der App. Schießt mir. Ja, das sieht so episch aus. Das sieht richtig geil aus. Gerade. Wow, das ist da ein Berg, da komme ich nicht mehr drum rum. Das sah aber schon cool aus. Da kann ich nachher mal ein Highlight, glaube ich, rausschneiden. Das sah echt cool aus. Hinter uns ist die Raumpolizei. Ich muss gleich auch mal kurz den Weg wieder einstellen, dass ich weiß, in welche Richtung wir noch fahren müssen. Sonst weiß ich nicht, wo die Conny ist. Das sieht man da leider auf einer Außenansicht nicht. Ich guck mal ganz kurz. Wartet, Jungs. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ach, guck mal da. Wir sind fast da. Nein. Wir sind auf dem Berg. Ah, wir sind runter vom Berg. Sieht gut aus. Bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Habt ihr fest hier rammelt? Nein. Nee, wir sind wieder los. Es geht weiter. Wir sind gleich wieder da. Crazy, soll ich das Schiff, soll ich das Fahrzeug gleich einparken, den Osarua? Macht der Fahrstuhl hier, ey. Warum ist denn so arsch langsam? Wow. Ja, der ist jetzt. Achso, warum der Fahrstuhl so langsam ist? Die Hydraulik ist kaputt. Da können wir nichts machen. Die hat eine Macke. Verliert Öl. Wir haben Hydraulikschaden. Vorhin vom Landen. Hydraulik-Klempner war noch nicht da. Nee. Ich bin ein guter Hydrauliker. So, dann fahre ich die mal kurz rein. Nach der Lama müssten wir halt jetzt. Alles klar, machen wir. Aber war ein cooler Ritt auf jeden Fall. Ein sehr cooler Ausflug. Oh. Für zwischendurch. Ja, Sandrova müsste man. Jetzt das Ding wieder reinpacken, um Gottes Willen. Sandrova muss man echt immer dabei. Ach, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so. Wir müssen gleich gucken, dass wir versuchen, die Klappe gleich hinten zu machen. Also, wir müssen gleich hinten aussteigen, auf jeden Fall nicht an der Seite. Ja, ich glaube, früher oder später will jeder irgendein Raumschiff, wo er noch ein anderes Fahrzeug transportieren kann. Auf jeden Fall. So, jetzt können wir einmal die Klappe zumachen. Ich kann von dem Pill aus nicht. Warum auch nicht? Warum auch immer? Das macht, glaube ich, gerade crazy. Ich wollte gerade Power off machen, aber ich finde wie immer den Drücker hier nicht. Ist viel zu hell hier. Ich habe meine Taschenlampe nicht aus. Warum kriege ich denn hier keinen Power off hin? Zero, sitzt du vorne drinne, kannst du Close Exterior machen? Boah, on gemacht. Warte. Kannst du Power Off machen bei dir? Ja, aber nur meine Seite, habe ich gerade gemerkt. Ach, da ist Engine Off. So, Engine habe ich schon mal ausgekriegt, Power Off. So, Systeme sind runtergefahren, wir können aussteigen. Wenn einer am Schiff ist, kann er uns schon hochfahren. Ja, Bosiro ist gerade dabei. Jo, super. Kann ich ihn hier nicht aufstehen? Sonst bleiben wir kurz sitzen, bis das Ding oben ist am besten. Es geht aufwärts. Wie das funktioniert, das ist krass, oder? Es funktioniert heute alles. Ja. Und jetzt müssen wir wieder hinten aussteigen, nicht an der Seite aussteigen. Jetzt können wir nämlich hinten die Klappe wieder aufmachen. Guck mal, wir haben da genug Platz. Und dann können wir los. Also Busiro, wenn du magst, kannst du schon... Geil, dass Aussieb drin sitzt. Das sieht cool. Busiro, wenn du magst, kannst du schon losfliegen. Okay, ich starte. Engine sehr cool. Zu oh, ich bin zu groß für dieses Ding. Über ein 1,96 stoße ich mir den Kopf hier. Wow, das glaube ich auch. Oh, die Musik ist ausgegangen. Ich mache mal Musik wieder an. Wie kann das denn passieren? Was macht denn YouTube hier gerade? Ja, hier, das ist auch immer ganz cool. Keine Werbung, bitte.
So, dann bauen wir das ja, wieder hin. Ja, Seite geht auch raus. Machen wir den an. Achso, ne, aber da kommt man nirgendwo hin. So, dann steige ich jetzt auch aus. Der Seite musst du aufpassen.